Kunstprojekt Baum, Märtyrer. Bernd hat die Gabe, und da ist seine Beschäftigung mit den großen schamanischen Traditionen der Welt sicher ein großer Vorteil, in das Wesen der Dinge zu schauen, sie nicht mit der Oberfläche der Dinge zufrieden zu geben. Die klugen Bäume haben auffallend oft bittere Früchte, da sie verstehen, sich unnütz zu machen. Die klugen Menschen haben auffallend oft unnütze Gefühle. Gefühle, die sich nicht eignen für öffentliche Aufgaben. Projekt ist für mich so, das irgendwie darzustellen und ja, eine Sensibilisierung zu erreichen für die kleinen Zerstörungen, die kleinen Absurditäten, ne? Dass man so wie auf diesem Bild da halt nicht einen Pfahl hinstellt und den Papierkorb dranhängt, sondern da wird halt ein Eisending um den Baum gemacht und der Papierkorb dran gehängt und irgendwann wächst der Baum halt in den Papierkorb rein. Ne? Hat aber wozu? Ne? Also mit dieser Unaufmerksamkeit, mit der wir einfach Dinge tun. Das ist sozusagen ein Teil dieser Geschichte. Thank you.
Für mich ist es ein Ausdruck unseres Seins und wie wir mit der Natur umgehen. Und ich denke mir, wenn das Projekt das kann, dass man über das nachdenkt, dann hat es genau das erreicht, was ich damit erreichen wollte.